Raus mit dir, Mamma Mini. Wenn Eddie Gaumont der Welt von meiner Pizza erzählt hat, werden die Massen nur so in meinen Laden stürmen. Ja, dann werden wir mal dafür sorgen, dass das nicht passiert. Aber Vito, ich verstehe überhaupt nichts vom Pizza ausliefern. Aber mein Wagen ist kaputt und die Pizza muss pünktlich bei Eddie Gaumont sein. Das heißt in 12 Minuten. Los, schnell. Hey, warte auf den Star der Show. Gib Gas. Vergiss die. Wir müssen verhindern, dass die Pizza da ausgeliefert wird. Mama Mia. Mama Mini versucht, die Auslieferung der Pizza zu verhindern. Das darf ich einfach nicht zulassen. Wenn ich nicht ganz schnell in der Waffle Street 747 bin, wird es kein Vitos Pizza mehr geben. Stärker. Ich habe noch nie von der Waffle Street gehört. Du musst sie auf der Karte suchen. Was eher schwierig werden dürfte, weil das eine Straßenkarte von Portugal ist. Der versucht, uns von der Straße zu bringen. Mama Mini, er will uns daran hindern, Vitos Pizza auszuliefern. Sieht schwer danach aus. Okay, Kumpel, dann schieb mal die Pizza rüber. Welche Pizza denn? Habe ich hier eine Pizza? Hör mal zu, du hast genau 3 Sekunden, um die Pizza rauszurücken, Junge. Der Typ meint's echt ernst. Ich sollte besser was unternehmen. Ich brauche vielleicht ein bisschen Munition. Hören Sie, wie wär's, wenn wir den ganzen Pizzakram vergessen und uns was beim Chinesen bestellt? Hey Mama, sieht so aus, als würde sich dein Pizzawagen selbst ausliefern. Oh nein! Na los, wir müssen eine Pizza ausliefern. Lass ihn ja nicht entkommen, kapiert? Oh, sie sind direkt hinter uns. Das hier sind Mama Minis Pizzas. Und ich zeige euch das Einzige, wozu die gut sind. Sie geben tolle Frisbees ab. Du lenkst ja wie ein Irrer! Ich sehe bloß noch eklig aussehende Pizzas und keine Straße mehr. Du hast es geschafft, Garfield. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Es hat keinen Zweck. Die Pizza muss in einer Minute in der Waffle Street 747 sein. Entspann dich. Wir stehen vor der Waffle Street 747. Wir sind da. Schnell, gib mir die Pizza. Warte, das ist nicht... Wir sind gerade noch rechtzeitig. Das wurde aber auch Zeit. 10 Sekunden später und ihr hättet eine schlechte Kritik bekommen. Hier, probieren Sie. Sie werden sie lieben. Das ist die mieseste Pizza, die ich jemals gegessen habe. Meine Pizza? Die mieseste? Hier, versuchen Sie eine echte Vito-Pizza. Mama Minis Pizza Palace? Das ist keine Vito-Pizza. Ja, das ist eine Pizza von Vito. Das ist die beste Pizza, die ich je gegessen habe. Danke, Kätzchen. Ich finde, du hast auch ein Stückchen verdient. Ich dachte schon, sie kommen nicht drauf. Also, der Preis für die absolut beste Pizza auf diesem Planeten, liebe Fans und Freunde, geht an Vito. Und wenn ihr die mieseste Pizza auf diesem Planeten haben wollt, geht zu Mama Minis. Echt eklig. Ich liebe Eddie Gaumont. Jedes Mal, wenn sie das wiederholen, kriege ich weitere 100 Bestellungen. Das sehe ich.